Herzlich willkommen bei der Top 100 Selektion von Pearl TV. Sehen Sie jetzt ausgewählte Spitzenprodukte für Sie als anspruchsvollen Zuschauer. Ja, wir bringen jetzt hier Licht ins Dunkeln mit unserer Top 100 Selektion bei Pearl TV und wir zeigen Ihnen jetzt hier schöne Möglichkeiten, ein bisschen auch an Strom zu sparen und das hier mit unseren schönen Lampen. Ja, das ist natürlich ein Riesenthema, das Stromsparen aktuell. Und ich meine, Sie werden die Nachrichten auch verfolgen. Sie haben vielleicht auch schon die Rechnung von Ihrem Stromanbieter bekommen. Im Moment kennt der Strompreis ja nur noch eine Richtung und die geht strikt nach oben. Natürlich immer gekoppelt an die teuerste Herstellungsmethode und das ist eben nun mal im Moment Gas. Und wo diese Reise im Moment hinführt, wo die Strompreise unabhängig von dem, was man momentan für den Strom, für die Heizung bezahlen muss, noch hingeht, weiß im Moment kein Mensch. Und da macht es Sinn, ganz einfach mal drüber nachzudenken, wo kann ich denn eigentlich noch sparen? Wo habe ich bei mir zu Hause, in dem Fall bei Ihnen zu Hause, überhaupt Sparpotenzial? Und viele sind in den letzten Jahren wieder von diesen LED-Beleuchtungsmitteln zurück auf Halogen oder vielleicht noch auf die ein oder andere Glühbirne, die vielleicht noch im Schrank geschlummert hat, zurückgegangen, weil die einfach von den Lichtverhältnissen, von der Lichtfarbe her wesentlich angenehmer waren. Und deswegen möchten wir Ihnen heute nicht nur die Möglichkeit geben, bares Geld zu sparen, indem Sie auf moderne LED-Beleuchtung umstellen. Wir haben natürlich auch entsprechende Birnen hier für Sie im Programm, die also auch ein schönes, warmweißes Licht erzeugen. Das ist Modell Nummer 1. Das ist ein Vierer-Set, was Sie bei uns für 13,29 Euro bekommen. Ein sogenanntes LED-Filament oder eine LED-Filamentlampe. Und die sind deswegen so schön. Ich muss gucken, ob ich die richtige ausmache. Warte, ja, natürlich die falsche. Zack, guck mal hier. Ich glaube, da kann man sehr schön erkennen. Ach, super. Das sind die eigentlichen Filamente, von denen wir sprechen. Das sind die Leuchtelemente. Früher waren es diese zwei unphysikalisch formulierte zwei Stäbchen mit dem Glühdraht dazwischen bei einer Glühbirne. Hier sieht das Ganze ein bisschen anders aus, aber sehr, sehr schön, auch im ausgeschalteten Zustand. Kommt sie der Glühbirne doch relativ nah und wenn man sie einschaltet, ich mache sie nochmal an, zack, sehen wir auch hier gleich, dass wir ein sehr, sehr schönes, warm-weißes Licht haben. Reden wir kurz über das Stromsparen. 7,2 Watt entsprechen ungefähr 60 Watt Leistung einer Glühbirne und ich runde jetzt mal kaufmännisch, Sie haben ungefähr ein Zehntel des Stromverbrauchs einer klassischen Glühbirne mit 60 Watt. Eine Glühbirne, die man natürlich gerne in den Deckenbeleuchtungen, in den Stehlampen und so weiter verwendet. Im Vergleich zu dieser Lampe jetzt hier. 7,2 Watt im Vergleich zu 60 Watt ist eine enorme Ersparnis. Da möchte ich Sie bitten, an den Winter zu denken. Da ist es um 4, halb 5 so dunkel, dass man logischerweise das Licht wieder anmacht bis spät in den Abend hinein. Und das wird ganz ordentlich am Strom saugen. Vielleicht nicht bei einer Birne oder zwei, aber wenn man die ganzen Räumlichkeiten, Wohnzimmer, ja, Küche, übers Jahr, ne? Ja, übers Jahr verteilt, über die ganzen Wintermonate speziell, natürlich auch in den Sommermonaten, in den Abend- und in den Morgenstunden, da kommt schon einiges zusammen. Also wir haben hier ein enormes Sparpotenzial und wunderschöne Birnen, wie ich persönlich finde, mit 360 Grad Abstrahlwinkel. Traumhaft schön gemacht. Die ist super gemacht, sieht sehr, sehr elegant aus, gerade wenn Sie so eine Lampe haben, wo man die Birne noch sehen kann. Außerdem dieses warmweiße Licht. Wir hatten früher, als die ersten LED-Birnen rauskamen, haben wir die in der Küche angebracht. Wir wollen ja auch Strom sparen. Du, die Butter sah grün aus. Die haben so ein ganz unnatürliches Licht irgendwie rausgehauen. Willst du auch nicht haben, ne? Das willst du nicht haben. Das ist richtig gemütlich, richtig schön, wie eine normale Glühbirne. Unglaublich hell, finde ich. Das ist ja Wahnsinn. Sehr hell. Das sind über 800 Lumen, wenn Sie mit der Zahl was anfangen können. Und die natürlich jetzt mal in so eine schöne Stehlampe beispielsweise reingeschraubt. Ich weiß, dass meine Eltern früher in meiner Jugend immer die 40 und die 60 Watt Birnen hatten. Ja, die 60 Watt waren meistens am ehesten weg und übrigens auch am schnellsten kaputt. Ja. Wenn Sie sich noch daran erinnern an die klassischen Glühbirnen. Ja, ich habe gefühlt alle zwei Wochen die Glühbirnen auch bei mir dann zu Hause irgendwann ausgetauscht. Mein Vater hat früher auch immer geflucht. Diese Birne jetzt hier, diese Filament-LED-Birne, hat eine Nennlebensdauer von rund 20.000 Stunden. Wenn es ein paar Stunden mehr wären, würde ich mich da auch nicht großartig drüber wundern. Ja, also eine enorme Ersparnis an Stromverbrauch und gleichzeitig eine wunderschöne, sehr, sehr haltbare Birne, die wir hier haben, für eine wunderschöne Beleuchtung bei Ihnen zu Hause. Gerade jetzt in den Winter rein, eine tolle Möglichkeit. Ja, das Vierer-Set hier von diesen Filamentlampen, E27 ist die Fassung, das sind die großen Fassungen. Mhm. In Warmweiß hat die Bestellnummer ZX1924 und die 569, das ist ein Vierer-Set für 13,29 Euro. Super Preis. Carsten, was ich auch noch toll finde, wenn du die mal aus und wieder anmachst, die ist ja sofort da. Ja. Aus, zack, jetzt machst du mal an. Achtung. Zack. Klack, ist sie da. Ups, ist sie da. Ja, ich zeig das gleich nochmal. Das kennen wir eben auch von diesen LED-Birnen, dass man die anmacht und dann muss man 30, 40 Sekunden warten, bis die volle Helligkeit hat. Die Halogen waren noch schlimmer. Die haben ewig gebraucht. Gefühlt haben die so eine Minute, anderthalb gebraucht, bis die da waren. Zack. Jetzt hier, zack.
Bombs ist die maximale Helligkeit erreicht. Also modernste Technik für wirklich bezahlbares Geld. Und das Gleiche gibt es natürlich auch noch mit den sogenannten LED-Filamentkerzen. Das sind diese, die wir jetzt hier haben. Und die werden ganz gerne mal in den Lüstern beispielsweise, mal so im Eingangsbereich oder im Wohnzimmer, beim Esstisch werden die ganz gerne eingesetzt. Mal in den kleinen Stehlampen, die man rechts und links neben dem Sofa stehen hat zum Beispiel. Also gerade in den kleineren Beleuchtungen, auch so ein Kronleuchter beispielsweise im Eingang. Du warst ja mal bei uns. Wir haben also im Flur, im Treppenhaus, haben wir zwei Kronleuchter hängen. Wow. Da habe ich auch diese normalen genommen, die so Milchglas außen haben. Die habe ich sofort wieder rausgenommen. Das passt nicht zu dieser klaren Optik Effekt, von so einem... Ja, ja. Ne? Ja. Da haben wir uns dann eben auch diese Filamentlampen gekauft. Und das ist auch hier wieder, ist ein super Preis für unser Dreier-Set. Auch die geht sofort an. Das finde ich toll, hat ein super tolles Licht, sehr, sehr hell. Wie lange halten die denn? Also die haben ja auch eine Nennlebensdauer von ungefähr 15.000 Stunden, gibt der Hersteller an. Rechnet das mal hoch, wie viele Tage, wie viele Wochen und Monate das sind. Ihr seid einmal kurz eingeschaltet und zack, innerhalb von einer Sekunde ist die Lampe auch auf volle Helligkeit. Eine wunderschöne Form und sie haben natürlich gerade, und deswegen fasse ich es mal gerade an, bei den LED-Birnen den ganz klaren Vorteil, dass die zwar eine gewisse Wärme entwickeln, ja, aber sie sehen ich fast mit den Fingern dran und ich habe also eine wirklich keine Stahlarbeiterhände jetzt hier. Ich bin, was Hitze angeht, also eher empfindlich. Die werden leicht warm, aber sie werden im Ansatz noch nicht mal so heiß wie die klassischen Glühbirnen von früher. Ja. Also wenn da mal irgendwas sein soll, kannst du die sehr, sehr schnell austauschen. Wunderschönes Modell finde ich auch hier, gerade mit diesen Filamentelementen drin. Hier sehen wir es vielleicht nochmal sehr schön. Dann haben wir die Hand dafür halten. Auch hier diese vier kleinen, sagen wir, gelblichen Stäbe drin, die natürlich auch für dieses Warmweiß sorgen. Also einfach toll gemacht und das eben in der klassischen E14-Fassung, das heißt in der etwas kleineren Fassung. Die andere wäre eben die etwas dickere Fassung, die E27, das ist die E14. Sodass man hier, glaube ich, doch zumindest schon mal rund 90% der Birnen zu Hause ohne weiteres austauschen kann. Ja, und der TV-Sonderpreis liegt hier bei 6,64 € für unser Dreier-Set. LED-Filamentkerzen E14 in dem schönen Warmweiß mit der NX55 14 und der 569. Können Sie sich die nach Hause bestellen? Oder vielleicht haben Sie auch so schöne Spots unter der Decke. Das ist ja momentan auch sehr, sehr modern. Ja. Und da haben wir jetzt die Variante für. Also diese Strahler. Und manch einer hat vielleicht auch die Decke so ein bisschen abgehangen, um hier noch diese Strahlermöglichkeiten ganz einfach einzusetzen. Ich lasse die andere Lampe ganz einfach mal an, damit wir uns die mal anschauen können. Wichtig ist zu wissen, welche Fassung haben wir hier, beziehungsweise welche Steckmöglichkeit. Wie kriegen wir die überhaupt in die Fassung rein? Das ist eine GU5.2, kann man sich merken, muss man nicht. Ich merke mir das immer, 5.3, Verzeihung, merke ich mir immer mit diesen Steckverbindungen. Es gibt die mit den Knöpfen dran, die man so rein ansetzt und reindreht. Und es gibt eben die man ganz einfach mit diesen beiden Steckern quasi einfach nur reinsteckt. Und das ist genau diese Variante. Wunderschön gemacht. Und auch hier reden wir von einem enormen Sparpotenzial. Also ein Glasstrahler hat 6 Watt Leistung. Und das entspricht bei einem klassischen Strahler, den man von früher kennt, einer Leistung von rund 40 Watt. Also auch hier ein enormes Sparpotenzial. Ja. Und gerade von diesen Strahlern jetzt hier hast du ja in der Regel nicht nur eine oder zwei. Da hast du ja häufig so eine ganze Leiste, um entweder eine Wand anzustrahlen. Wir hatten es früher bei uns in der letzten Wohnung, wo ich gewohnt habe, hatten wir bestimmt 25 Stück davon unter der ganzen Decke verteilt. Hat das große Licht quasi ersetzt, hat ein wunderschönes Licht gemacht, aber hat mir im Nachhinein gesehen, wenn man es mit heutigen Strompreisen mal vergleicht, ein Stück weit die Haare vom Kopf gefressen. Und das über ein Kilowatt pro Stunde. Überleg dir das mal. Das kostet dich jetzt im Moment 40 Cent pro Stunde. Das machst du 10 Stunden an am Tag, da bist du 4 Euro los. Pro Tag. Ist unglaublich, ne? Mal 7, mal 30, mag ich gar nicht bis zu Ende rechnen. Also eine schöne Variante, um Geld zu sparen. Gleichzeitig sind die enorm langlebig. Und vor allen Dingen bieten sie auch hier dieses wunderschöne warmweiße Licht, was wir alle haben wollen. Das macht genau die Gemütlichkeit aus, die man zu Hause haben möchte, auch in der dunklen Jahreszeit. Und gerade dann. Also richtiges Sparpotenzial hier bei den Glühbirnen. Und das sind keine hässlichen LED-Birnen mit Milchglas. Das sind richtig schöne Birnen, sowohl von der Form als auch von dem Licht, was sie rauswerfen. Das 6er-Set dieser LED-Glasspots mit der GU5.3-Fassung, das sind diese kleinen Steckverbindungen, kostet 19,94 € zum TV-Sonderpreis mit der Bestellnummer NC7653 und die 569. Ja, wunderschönes Licht. Ich habe mir diese Filamentlampen für unsere Kronleuchter geholt. Wir hatten auch mal diese Strahler und ich weiß, wenn der Strom nur 10, 15 Cent pro Kilowattstunde kostet, ist es okay, aber wir liegen im Moment eben deutlich drüber. Da ist enormes Sparpotenzial. Egal, welche Birne Sie nehmen, Sie können hier richtig Geld sparen mit wunderschönen Lampen, die wunderschönes Licht machen. Also, ran ans Telefon. Viel Spaß damit.